Vielleicht habt ihr ja mein letztes Video gesehen, was am Samstag rauskam. Ich habe ein Video gemacht zu dem Thema, was kann man Fotografen oder Filmmakern zu Weihnachten schenken. Und nur für dieses Video habe ich hier den Tisch aufgestellt und unfassbar viele Nägel hier in die Wand geballert, um die Lichterkette aufzuhängen. Jetzt ist aber das Problem, die Wand mit der Lichterkette ist ja die Wand, auf die der Beamer projiziert. Sprich, die Lichterkette muss weg. Und die werde ich jetzt erstmal von der Wand auf diese Wand rüber verlagern, weil mir das weihnachtliche Licht eigentlich schon ziemlich gut gefällt. Und schon ist die Wand ein bisschen weniger leer. Ich finde es schön. Wochenende. Es geht mal wieder raus. Ich habe gestern bei Max München in der Story gesehen, dass am Oderteich Schnee liegt. Deshalb sind wir da jetzt einfach mal hingefahren und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ich habe in letzter Zeit ja scheinbar ein bisschen Glück mit dem Wetter, wenn ich wandern gehe. Es ist immer neblig. Wenn man in den Schnee will, ist der Schnee schon weg. Und der Weg ist diesmal halt auch wieder richtig wild. Und mit richtig wild meine ich richtig wild. Vielleicht hätte ich auch nicht so früh meckern sollen, weil wie bei der Wanderung auf dem Brocken vor 2 Wochen ist der Nebel jetzt weggezogen, zwar noch nicht komplett, aber man kann jetzt immerhin den gesamten Teich sehen und die Rückfahrt wird auch deutlich angenehmer wahrscheinlich. Ja, und das war's dann auch schon zu dieser Woche. Es gibt sonst nichts Spektakuläres zu erzählen, außer dass wieder Zeit für Fixkosten war, weil am Ende der Videos komme ich ja immer dazu, wie viel Geld ich eingenommen habe und ausgegeben habe. Und es gab diese Woche Ausgaben, und zwar einmal 13 Euro für die lizenzfreie Musik bei Epidemic Sound, 19,60 Euro für meine Buchhaltungssoftware und 28,99 Euro für die Adobe Creative Cloud, sprich meine ganzen Schnittprogramme, Photoshop etc. Das haut immer ganz gut rein und das sind 61,59 Euro, wenn ich richtig gerechnet habe. Wenn nicht, steht hier jetzt einfach eine andere Zahl. Zum Glück haben wir uns ja die letzten Wochen ein bisschen einen Puffer angeschafft mit dem Foto und dem einen Auftrag. Ich hoffe, es kommt nach Weihnachten im neuen Jahr ein bisschen mehr auf mich zu. Ansonsten bleibt nicht viel zu sagen. Hängt ganz viel Lichterketten auf, das ist schon eine schöne Sache. Bis zur nächsten Woche. Ciao.